La vie chrétienne. Also schon letzte Woche hatten wir unser Thema angefangen über das christliche Leben. Das christliche Leben. Wir hatten zu Anfang gesagt, wie ein Mensch in diesem Leben sein kann. Alleluia! Es ist sehr wichtig, was wir gerade besprechen, deswegen sollen wir konzentriert sein. Wie kann jemand Christ werden und das christliche Leben leben? Die letzte Woche da waren, die wissen das. Wir haben gesagt, als die Welt begonnen hat, im Garten Eden. Gott hat zu den Menschen direkt gesprochen und alles war gut. Und als der Mensch gesündigt hat, und dann musste er aus dem Garten Eden raus. Und er landet schon mit Gott zusammen. Und damit der Mensch das ewige Leben hat, muss er wieder zu Gott zurücktreten. Als der Mensch gesündigt hat, das ist nicht, dass der Mensch es selbst geschaffen hat, denn Gott hat den Menschen geschaffen. Wie er auch die Tiere und ja, die Natur geschaffen hat. Das ist das, was Gott geschaffen hat. Und dann haben wir letzte Woche besprochen. Jeder Mensch hier auf dieser Erde ist Gottes Geschöpf. Ist das, was Gott geschaffen hat. Weil Gott hat den Menschen geschaffen. Aber er ist nicht direkt Gottes Kind. Alleluia. Amen. Das, was ich euch gerade erkläre, hat sehr viele verwirrt auf dieser Erde. Weil in vielen Köpfen von den Menschen, wir denken, alle Menschen auf dieser Erde sind Gottes Kinder. Aber so ist es nicht. Alle Menschen sind von Gott geschaffen. Dann ist man Gottes Kind. Alleluia. Amen. Versteht ihr mich? Wenn ein Mensch seine Sünden vor Gott nicht bekannt hat und Jesus Christus noch nicht aufgenommen hat, dieser Mensch ist Gottes Geschöpf, aber noch nicht sein Kind. Derjenige, der Gottes Kind wird, man wird Gottes Kind nicht mit zwei Sachen. Nur eine Sache ist wichtig. Wenn er in seinem Herzen Jesus Christus wahrlich aufgenommen hat, dann ist er Gottes Kind und ein neues Geschöpf. Er ist also neu geboren. Und das, was wir heute besprechen werden, da wollen wir besprechen. Und wenn diese Person Gott aufgenommen hat und Gottes Kind geworden ist, und jetzt, ist er von der weltlichen Welt weg. Das Leben, das er früher hatte, hinterlässt er, weil er ist geistlich neu geboren. Dieser Mensch ist ein Christ.
Dieser Mensch. Je vois ça dans le Bible. Über ihn sagt man, dass er das christliche Leben lebt. Was versteht ihr? Hier, das ist eine sehr wichtige Sache, die wir sprechen. Weil viele Menschen auf dieser Welt, das, was ich euch gerade sage, die wissen es nicht oder haben schon mal gehört, aber achten nicht darauf. In deren Köpfen, sie gehen in die Gemeinde. Und das Einzige, was wichtig ist für die, ist, dass die irgendwelche Dämonen vertreiben. Oder dass die reicher werden. Es ist gut. Aber bist du schon Gottes Kind? Halleluja. Du kannst Dämonen vertreiben. Du kannst eine gute Arbeit haben. Aber wenn du nicht Gottes Kind bist, diese alles wird vergehen und am Ende wirst du dann im Leid sein. Das Wichtige ist, Gottes Kind zu werden und ihn aufzunehmen, das Leben zu verändern. Das, was wir gerade besprechen, das sind Sachen, die danach kommen. Es ist nicht schlecht, eine gute Arbeit zu haben, aber das kommt. Aber das Wichtige ist, das christliche Leben zu leben. Wir sagen erstmal, wie der Mensch aus der Welt rausgekommen ist. Er hat sein Leben gelebt, wie er selber wollte. Aber jetzt zeigen wir, wenn jemand ein Christ ist, wie wird er jetzt wandeln als Christ? Erstmal haben wir gezeigt, wie man ein Christ werden kann. Und heute wollen wir erklären, wie man im christlichen Leben lebt. Halleluja. Also das Wort, das wir lesen werden, kennen wir wahrscheinlich schon alle, aber wir lesen es nochmal. Wir lesen in Galater 2, Vers 20. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Habt ihr das gehört? Si je vis, wenn ich lebe, ce n'est plus moi qui vis, ich lebe nicht mehr selber, mais aber c'est Christ qui vit en moi. Christus lebt in mir. Alléluia.
Also wie wir das gelesen haben, ich rede extra langsam, damit das jeder auch verstehen kann. Weil das ist das lebendige Wort. Weil wenn du Christus nicht hast, dann ist das schade. Deswegen müssen wir verstehen, wer Christus überhaupt ist. Paulus sagt, in Wirklichkeit lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Auch wenn ich heute in meinem vergänglichen Leben lebe, aber mein Glauben ist bei Jesus Christus, an den ich glaube. Versteht ihr es gut? Es ist nicht mehr ich, der lebe, sondern der Christus lebt in mir. Eine Frau, die Mama ist. Wenn du zu dieser Frau sagst, ja, zeig mal dein Kind, dein Baby. Die würde sagen, wie soll ich dir das Baby zeigen? Das Baby ist in mir. Die Mutter kann dir das Baby nicht zeigen, wenn sie noch schwanger ist. So ist es. Die Bibel sagt, nicht mehr du selber lebst, sondern Christus lebt in dir. Also er ist nicht weit von dir, sondern er ist in dir. Also wenn Christus dann in dir ist, weil du hast die Welt hinter dir gelassen und du kommst zu ihm, und er ist nicht weit weg von dir, sondern in dir. Und du kannst dann sagen, ich, François, ich, Albertine, ich lebe das christliche Leben. Du wirst es sagen, weil er in dir ist. Es ist nicht so, wie wir es manchmal hören. Ja, ich bin Christ, weil meine Eltern sind Christen oder ich bin als Christ geboren, so ist das nicht. Es ist nicht, weil dein Vater ein Pastor bist, dass du auch automatisch Christin bist. Oder Christ. So ist es nicht. Das hören, was Paulus gesagt hat. Moi, Paul, je vis. Wenn ich Paulus lebe, ce n'est plus moi, mais c'est maintenant Christ qui vit dans moi. So lebe ich in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Si nous vivons, si je vis, c'est Christ qui vit. Paulus spricht für sich selber. Er sagt, wenn ich lebe, er sagt nicht, wenn wir leben. Also das, was wir immer hören, ja, der Vater war Pastor, deswegen sind die alle Christen. Das stimmt so nicht. Wenn ich als Vater Pastor bin, ich habe Jesus Christus aufgenommen, so lebe ich das christliche Leben, ich als Pastor selber. Und das Kind muss selber seine Beziehung zu Gott aufbauen. Versteht ihr mich gut? Deswegen werdet ihr bemerken, dass die Eltern zum Beispiel viel beten, aber die Kinder, die folgen Gott nicht. Das heißt, die Eltern können es nicht dazu machen, dass die Kinder Christen werden oder Gott folgen. Und der Pastor kann auch andere Menschen nicht zu Gottes Kinder machen.
Das, was der Pastor tun kann, ist zu predigen, damit du das annimmst und ja, zum Christen wirst. Das ist sehr gut. Und derjenige, der mit Gott wandelt, diese Menschen lernen, dass er in dieser Welt ist, aber nicht zu dieser Welt gehört. Er ist jetzt ein anderer Mensch, weil er mit Gott in sich wandelt. Und da Gott in ihm ist, wirst du sehen, dass was er früher getan hat und das, was er jetzt macht, ist jetzt anders, weil dieser Mensch wandelt mit Jesus. Halleluja. Die Frau, die schwanger ist, auch wenn man ihren Bauch noch nicht sieht, warum haben die Mütter damals, wenn die zum Beispiel mit Kindern zu Hause sind, die Mütter, und die Tochter ist zum Beispiel schwanger, aber das Kind hat es nicht gesagt. Und wenn die Mutter an der Tochter vorbeigeht, sagt sie, ich habe das Gefühl, du bist anders geworden. Oh, Mama, was ist denn los? Nein, ich merke was. Wir müssen miteinander sprechen. Setz dich hin. Ich habe gemerkt, was ist. Musst du das immer wieder ausbrechen. Und du isst jetzt nicht mehr alles, du suchst immer aus, was du isst. Sag mal die Wahrheit, bist du nicht schwanger? Und dann sagt sie ja, dass sie schwanger ist. Halleluja. Was zeigt deine Mutter, dass das Kind schwanger ist? Weil das Kind, das jetzt in der Mutter ist, die Mutter dazu bringt, sich so zu verhalten, weil sie jetzt erbrechen muss und nicht mehr alles essen kann, sie ist verändert. Genauso. Wenn Christus in einem lebt, Die wirklich diese Arbeit machen, sind
nicht die Zuschauer. Und wenn die dann auf dein Konto gucken, die gehen nicht alle Leute zusammen und gucken sich die Konten an. Jeder guckt sich ein Konto alleine an. Aber im Erscheinungsbild sind das mehr als 1000 Leute. Aber wenn man zurückkehrt, dann, oder die Spieler zurückkehren, gucken die selber auf deren Konto, alleine. Alléluia. Mon Christ, il n'y a pas qu'au tala. Ce qui vraiment y a solo, autant la graille est l'air et un moyen. Wir Christen müssen jetzt darauf achten, ob wir wirklich mit Jesus Christus leben. Wenn wir in die Kirche kommen, oder Seminare besuchen, oder wir machen viel, es ist nicht schlecht, es ist gut, weil im christlichen Leben sollte das so sein. Aber wenn wir danach nach Hause kehren, wenn du auf deinen Namen guckst, wird dein Name im Buch des Lebens sein oder nicht? Der Name wird nur da drin stehen, wenn du mit Christus lebst und das christliche Leben lebst. Wir lesen nochmal. Also, Johannes 2, 4 bis 6. Je l'ai connu. Ce qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons qui nous sommes en lui. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Wer behauptet, ich kenne Gott, ihn aber nicht gehorcht, ist ein Lügner. Und die Wahrheit lebt nicht in ihm. Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wer behauptet, ständig Gemeinschaft mit ihm zu haben, muss so leben, wie Jesus gelebt hat. Amen. Wer hat behalten, was ihr gerade gelesen habt? Hannah, weißt du, was wir gerade gelesen haben? Die Bibel sagt, der Mensch, der sagt, der kennt Gott, ihn aber nicht gehorcht. Die Bibel sagt, er ist ein Lügner. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Derjenige sagt, ich kenne Gott, ihn aber nicht gehorcht, ist ein Lügner. Und die Wahrheit lebt nicht in ihm. Wer aber Gottes Wort befolgt, bei dem hat die göttliche Liebe ihr Ziel erreicht. Und daran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wer behauptet, ständig Gemeinschaft mit ihm zu haben, hört genau zu hier an dieser Stelle. Wer behauptet, ständig Gemeinschaft mit ihm zu haben, muss so leben, wie Jesus gelebt hat. Nicht kann so leben, sondern muss so leben. Hier erklären wir, wie man mit Jesus leben kann. Gott nicht gehorcht. Diese Person ist noch nicht im Heiligen Geist erfüllt. Aber derjenige, der Gott gehorcht, daran sieht man, dass dieser Mensch mit Jesus lebt. Und die Person, die sagt, ich gehorche Gott, ich liebe Gott, muss so leben, wie Jesus gelebt hat. Dazu, so zu leben, wie Jesus gelebt hat,
hat die Gebote seines Vaters ernst genommen. Und wenn er in uns lebt, automatisch, wenn wir auch die Gebote ernst nehmen, weil er in uns lebt. Aber wenn wir es nicht tun, wir sagen, wir sind Christen. Aber er sagt, wenn du sagst, du lebst, du wandelst mit mir, aber gehorchst nicht, dann bist du ein Lügner. Die Predigt, die wir gerade teilen, Gott möchte, dass wir alle wirklich seine Kinder sind. Mit Jesus zu wandeln heißt, der Welt den Rücken zu kehren. Du lebst auf dieser Erde. Aber dein Leben ist anders als das Leben der anderen. Es gibt einige Sachen, die Menschen machen, aber du musst es nicht machen, weil Jesus in dir lebt. Deswegen sagt er, die Menschen auf dieser Welt hören und das, was die anderen Menschen sagen, aber die Gottes Kinder sind, haben der Welt den Rücken gekehrt. Und Jesus Christus lebt in denen. Und die leben nicht mehr wie die selber wollen, sondern sie leben wie Christus es möchte. Das weltliche Leben haben sie hinter sich gelassen und leben wie Christen. Das Leben als Christen. Deswegen, mein Mann, viele Menschen gehen nicht mehr in die Gemeinde. Und warum? Was wollen wir denn in den Kirchen? Weil die Sachen, die ihr tut, ich gehe nicht mal in eine Gemeinde oder eine Kirche, aber ich würde sowas niemals tun. Warum sagt man das denn? Die wissen, wenn jemand mit Jesus lebt, das, was zum Beispiel Menschen so machen würden, der Christ würde das nicht mehr machen. Deswegen sind sie immer darüber erschrocken. Deswegen, wenn sie sehen zum Beispiel, dass die Mode rauskommt, dass man gerissene Hosen anzieht, dass man als Christ sowas auch anzieht. Deswegen sind sie darüber erschrocken. Diese Menschen leben wie wir, aber die haben gesagt, dass sie Christen sind. Halleluja. Weil die wissen, dass wenn jemand mit Christus wandelt, dann ist er anders. Und das, was er tun wird, ist nur das, was Gott Freude machen wird, ehren wird. Und das Schlechte tut er nicht mehr. Halleluja. Confusion, j'ai cherché l'église, j'ai trouvé dans le monde et le monde dans l'église. Deswegen, es gibt ein Lied, wo ein Sänger singt, dass er die Welt in der Kirche getroffen hat und die Kirche in der Welt. Weil ein Christ sagt das, was er in sich hat, und das ist das Christliche. Das Weltliche verfolgen wir nicht mehr, wir verfolgen nur Jesus. Ein Christ dass ein Christ sich zum Beispiel in eine Kneipe setzt und sich die ganze Zeit besäuft.
Depuis dimanche, elle a prié, 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 Wenn Jesus Christus in mir lebt, wenn ich zum Beispiel in eine Kneipe gehe und zum Beispiel zu trinken, andere Leute zu beschimpfen, wenn ich in der Kneipe sitze, mit wem sitze ich denn? Versteht ihr das? Dein Vater, du wirst zum Beispiel niemals mit deinem Vater in der Kneipe gehen. Oder du sagst deinem Vater, ja komm, wir gehen in eine Kneipe. Das machst du zum Beispiel nicht. Aber Gott, weil Gott lebt in dir und mit ihm gehst du dann in diese Kneipe. Und diejenigen, die nicht beten oder in die Kirche gehen, die schauen sich das an. Und dann guck mal, das sind die Menschen, die glauben. Der soll einfach aufhören zu tun, als wäre der Christ, der tut doch so. Halleluja. Und dann sagen die, ach, die reden bei uns, aber die nahen Fahrer sagen, weil als Christ lebst du ein anderes Leben. Du lebst nicht mehr selber, sondern Christus lebt in dir. Halleluja. Bevor du etwas tust, dann musst du schauen, der Christus, der in mir liegt, wird er das zulassen oder wollte, dass er sowas tue? Als Christus auf dieser Erde war, ist er in die Kneipe gegangen? Ist er in die Kneipe gegangen? Aber er liegt jetzt in mir und dann kann ich ihn nicht reinbringen. Als ich selber gelebt habe, bevor ich Jesus Christus gekannt habe, dann kann ich es tun, weil er lebt nicht in mir. Aber heute lebt er in mir. Gestern habe ich mit ein paar Leuten gesprochen. Ja, und dann hatte ich mich mit meinen Geschwistern getroffen. Wir haben darüber geredet, dass es echt schön ist, dass wir noch Kontakt haben, denn es gibt viele Familien, die schon den Kontakt abgebrochen haben. Wie kannst du sagen, dass du Christ bist und mit Jesus wandelst? Aber du kannst zum Beispiel nicht vergeben, du sprichst nicht mehr mit deinen Geschwistern oder mit deinen Nichten und Neffen. Bruder und Schwester, Christ genannt zu werden, mit Christus zu wandeln, es ist ein neues Leben, es ist anders. Es ist ein neues Leben, es ist anders. Du musst so leben, wie es ist, du möchtest, dass du lebst. Du kannst nicht so leben, wie du leben möchtest. Wenn Jesus Christus wandelt, er hatte Mitleid, genau. Er wollte den Menschen helfen. Er wollte vergeben. Aber die er wollte mehr das tun, was Gott möchte, als diese Welt, als was die Welt möchte. Aber wenn ich sage, dass ich glaube, und Jesus Christus in mir lebt, wie kann ich denn mehr die Sachen dieser Welt lieben, als Jesus, der in mir lebt? Amen. Derjenige sagt, der sagt, ich glaube an Jesus. Er muss so wandeln, wie Jesus Christus gewandelt ist. Das christliche Leben
vie contraire à la vie à mon propos. Es ist anders als die Welt, das Leben dieser Welt. Viele Sachen erscheinen neu auf dieser Erde. Mais chrétien va aussi malheureux tout ça là pour autant là non ceux qui m'ont conduit là pour ces pères d'amour. Aber als Christ bevor du das annimmst musst du gucken ob das überhaupt gut ist für deinen Glauben, ob Gott das akzeptieren würde. Chrétien n'a pas rien de tout. Ein Christ nimmt nicht einfach alles an und auf. Oh bah papa Mikolo, bah patron que vivir au Canada on va quoi. Limite, modèle à ce cas. Yo, père, chrétien, le prêtre à ma tapa de la boucana, ma boule, non, t'as mon. Mais non! Alors, tu vas dire, c'est que maintenant, il y a un gros souffle. Bisous, tu dois aller se battre sur mon souffle. 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 Très important. Das sind wichtige Sachen. So wie bon in der Wieso. Also wenn unser Leben. Komm, du lotan mal nach Jesu. Wenn wir mit Jesus Christus wandeln. Es ist nur eine Mama, du lotan mal nach Jesu. Dann muss man auch sehen, dass wir mit Jesus Christus wandeln. Wo ihr mal geht, man kommt an der Wieso, in der Wieso, bei dem Bild immer gut. Dann müsst ihr ja wirklich wissen, dass viele andere, die uns sind, sich ändern können. Wo ihr mal geht, bei Kameraden, der Wieso, im Bild, bei dem Bild. Ihr müsst wissen, dass unsere Freunde sich auch ändern könnten. Parce que nous avons tout le temps, nous avons tout le temps, nous avons tout le temps. Die sehen, wie sie in ihrem Leben wandeln. Und die sehen, wie die Christen leben. Und die sehen, wie die Christen leben. Attention, die war so bitte, wenn ich das nicht mehr so war, nein, 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 wir haben das nicht mehr so. Warum haben wir das nicht mehr so? Auch wenn die das nicht laut sagen, aber in deren Herzen werden merken, dass dieses andere Leben, dieses christliche Leben, ist doch was Gutes. Man kann nur sagen, es ist sehr wichtig. Parce que la carte à mon cri, pas tout le monde va nous garder ça. Parce que vous priez, à sa légende, à quelle intercession, où est-ce que vous avez commis moi dans la vie? Ja, dass ich, wenn ich beten gehe und in die Gemeinde gehe, dann reicht, so bin ich Christ. Où est-ce que vous avez commis moi dans la vie? Où est-ce que vous avez commis moi dans la vie? Il faut que ça la carte à mon cri. Das sind Sachen, die auch zum christlichen Leben dazugehören. Aber dein Verhalten. Dass du hattest, bevor du Gott kanntest, muss sich ändern. Du wirst es nicht selber ändern, mit deinen Händen zum Beispiel. Lass dein Leben in Gottes Händen und bitte ihn, dass er dir diese Kraft gibt, dich zu verändern. Und du wirst nicht mehr so viel der Welt, so viel Wert geben. Aber wenn du Gott nicht an erster Stelle hast, dann ist es schwierig. Dann ist es schwierig, um ihm zu dienen oder das zu tun, was er möchte, was man tut. Das, was die anderen als einfach empfinden, für dich wird es schwierig werden. Weil du den Heiligen Geist in dir nicht hast. Also wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann ist es schwierig, zum Beispiel von deinen Sünden wegzukommen. Aber wenn du mit ihm lebst, dann wird er mit dir wandeln. Also ihr seid zum Beispiel dann 7 Personen, et donc dimanche, la contrôleur va s'arrêter. Et les gens disent, oui, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôleur. Ah, tout le monde est là. Dann stellen wir einfach so ein. Et on va dire, 6 par contre. Et on va dire, alle 6 rein. Et on va dire, où est-ce que tu vas aller? Et on va dire, où est-ce que tu vas aller? Et on va dire, où est-ce que tu vas aller? Et on va dire, où est-ce que tu vas aller? Alléluia. Amen. Pas un jour, on vielleicht werden die über dich lachen. Aber du bleibst standhaft. Und du bleibst so, wie du bist. Und dann merkt man, okay, er ist anders als wir. Deswegen sagt man, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Also Jesus verändert uns. Aber wenn die Leute schwarz fahren, dann fahren wir an eine Stelle, Gott wird dich schützen. Aber wenn wir zurückgehen, was habe ich euch gesagt? Aventurier!
Der ist ein Lügner. Er sagt immer, also glaubt an Gott, er glaubt an Gott, aber er hat, er ist genauso schwarz gefahren wie wir. Alleluia. Voilà, vie chrétienne, où tu consacres à la main, où tu es à la main, à qui ça l'a fait? Also, wenn du Christ bist, dann nimm's auch ernst. Sei ein Vorbild für Jesus. Alleluia. Non seulement ma casse, aber sinon, ça n'a pas quelque ma casse. Donc, ça me l'a dit, il est mon patin, ça l'a dit. Wir sagen Gott, dass er uns die Kraft gibt, dass wir so wandeln, wie er selber gewandelt ist. Und wir sind nicht mehr Menschen dieser Welt. Aber wir sind nicht mehr Menschen dieser Welt. Wir sind mal am Ende. Die Menschen auf dieser Welt können uns auch vielleicht falsch verstehen. Also wenn du weißt, dass die Leute über dich sprechen und sagen, ach, was denkt der denn, nur weil er Christ ist, dann musst du darüber froh sein, weil du, daran merkst du, dass du dich wirklich verändert hast. Aber wenn du hörst, dass die Menschen sagen, ach, der ist cool, bei ihm ist immer alles egal, dann ist das nicht so gut. Also wenn die anderen Menschen sagen, bei dir ist immer alles egal, dann musst du wissen, dass du nicht auf dem richtigen Weg bist. Sie kann total nicht so. Wir sind sogar auf einer Ehe schon. Wir lesen weiter in 1. Johannes. 2, wir lesen von 15 bis 17. Donc, dans 1 Jean chapitre 2, tombe dans le verset 15. Das Johannes 2, 15. La bande, Tokomi. Amen. Ok, dans autre temps. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Hört ihr, was Gott gesagt hat? Ich lese nochmal. Liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herz gibt es keine Liebe zum Vater. Die Welt ist erfüllt von der Gier, der Triebe und Sinne, von der Gier, der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Wir sollen die Welt nicht lieben. Und nicht das, was auf dieser Welt ist, lieben. Wenn wir das lieben, was auf dieser Erde ist, das heißt, dass die Liebe Gottes nicht in uns ist. Und am Ende steht, die Welt ist erfüllt von der Gier und Triebe und Sinne. Von der Gier der Augen. Vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt von der Welt und nicht von dem, was Gott uns gezeigt hat. Und das alles wird auch vergehen. Aber Jesus Christus wird für immer mit uns bleiben. Habt ihr die Beispiele gehört, was zur Welt gehört? Die Gier. Also Gier. Habt ihr Liebe? Also erfüllt von Habgier, Prahlen mit Geld und Macht, Arroganz, das ist alles, was zur Welt gehört. Ein Christ lebt nicht so.
Das sind die Sachen, die dir zeigen werden, dass du Christ bist, wenn du nicht so lebst. Zum Beispiel, jemand hat drei Autos. Aber ich würde ein Auto kaufen, was teurer ist als alle drei zusammen. Ein Christ beschäftigt sich nicht mehr mit sowas. Er weiß, dass alles vergänglich ist. Ich will mich anziehen, um irgendwo mit einer Hochzeit zu gehen, zum Beispiel. Also ich denke, wenn ich mich anziehe, dass ich so aufrichtig sein muss, dass alle Leute mich mehr Beachtung schenken. Und das ist auch alles weltlich. Das gehört nicht zum christlichen Leben. Ein Christ, wenn sich einfach nur ordentlich anzieht, und er hat nicht den Gedanken, dass jemand den sehen muss oder irgendwas, wer soll ich denn beachten? Das ist alles fleischlich. Das ist das, was die Welt interessiert. Also hört mir genau zu hier. Ich sage nicht, dass wenn jemand in einem Fest geht, dass er sich schlecht anziehen soll oder schön. Aber nur ordentlich, das reicht. Ordentliche Kleidung sein ist nicht wirklich schlecht. Aber er denkt sich nicht, ja, ich muss am besten aussehen. Amen. Das alles ist weltlich, das gehört nicht mehr zu uns. Okay, eingebildet sein oder habgierig zu sein, ist in der Gemeinde, wo wir sind. Es gibt keinen, der besser betet als ich. Man betet zu Gott, man betet nicht in Konkurrenz mit anderen Menschen. Und einige denken, ja, wenn ich in der Gemeinde, nicht in der Gemeinde bist, dann läuft nichts, aber du bist nicht Gott. Das alles ist fleischlich, gehört zur Welt. Und da die Welt so viel davon zeigt, und da wir manchmal vergessen, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, dann achten wir doch auf das, was die Welt zeigt, und machen es mit. Geh in die christliche Hochzeit und schau dir das an. Wenn du nicht wirklich auf Jesus achtest, dann wirst du viele Sachen machen, die du nicht machen solltest. Das ist zum Beispiel die Eheleute reinkommen. Ja, das Brautpaar kommt rein. Und der Vater ist zum Beispiel nochmal angezogen. Und wenn die Mutter reinkommt, und man kann alles sehen. Also man kann alles sehen. Sehr freizügig gekleidet, die Braut. Und das und die Leute sagen, ah, warum ist sie so falsch gekleidet? Und sie sagen, gehen sie die Leute um, dann ziehen sie zurück das Kleidung, weil das ist eine ungerutschte Leute zum Beispiel. Und das ist die Welt. Das ist die Welt, das ist. Warum heiraten die Christen zum Beispiel so, oder die Braut zieht sowas an? Das ist zum Beispiel das neue Stil von Hochzeitskleidern und dann nochmal das mit. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wer mit Jesus wandelt, der nimmt nur die Hose an, die von Jesus ist. Und
Man kann auch Hochzeitskleider finden, die sehr schön sind, aber nicht zu freizügig. Und du als Pastor kannst dann vielleicht zur Frau gehen und sie berühren, zum Beispiel mal ein Foto zu machen, wenn du so freizügig gekleidet bist. Also du bist so freizügig gekleidet, dass man sich nicht kaum nicht anzumelden. Dann werde ich als Pastor nur von weitem dich anschauen, weil ich kann nicht in der Nähe kommen. Und wenn du das dann falsch verstanden hast, dann wirst du denken, dass der Pastor keinen Lust auf deine Hochzeit hatte. Aber du bist so falsch nicht gescheitert, deswegen hat der Pastor dich so zugehalten. Halleluja! Also, wir sollten solche Sachen beachten, und damit wir gut vor Gott leben. Halleluja. Amen. Ein guter Vater ist der, mit seinen Kindern spricht und denen sagt, was gut und was schlecht ist. Ein schlechter Vater. Und ein schlechter Vater sagt den Kindern nichts, und sie können dann gucken, ob sie gut oder schlecht leben, und das ist deren Problem. Also, es ist sehr wichtig, dass man gut vor Gott lebt. Ein Christ. Die Mensch bringt er nicht. Er kann nicht Sandy. Er soll mir das nicht mehr. Ein Christ, der am Sonntag in die Kirche gehen will, sitzt Samstag in einer Kneipe und trinkt Er trinkt sehr viel, ist betrunken und sagt den anderen, ich muss jetzt gehen, weil morgen gehe ich in die Gemeinde. Aber die anderen, mit denen du bist, wie sollen die denn wissen, wie ein Christ wirklich leben soll? Wenn du so lebst, dann kannst du dir nicht helfen. Also du musst wissen, wenn du Christ bist, dann ist dein Leben... Also du lebst nur noch, wie Jesus es will. Und wenn die kommen? Oh, Giraffe, okay, Bruder. Und wenn die sagen, ja, Giraffe gehen da und da, dann sagst du zu denen? Na, aber Karma. Na, okay, ja, gut, na, meine Sache, na, die Pumme, na, gut, na, ja, Jesu, ja, Mama. Und du sagst, ich kann so nicht leben, weil ich lebe mit Jesus in mir. Halleluja. Halleluja. Amen. Da kannst du ein bisschen Beispiele nehmen. Ich denke, wir haben viele Beispiele gegeben. Aber das ist sich festhalten. Ist, wenn Jesus in uns lebt, dann wandelst du mit ihm. Dann musst du so wandeln, wie er gewandelt ist. Und vergesse nicht, dass du an ihm glaubst. Du lebst auf dieser Erde, aber du gehörst nicht mehr zu dieser Erde. Das, was auf dieser Erde passiert, du wirst schauen, was gut ist. Und das Schlechte, tu es lieber nicht. Weil du bist das Licht auf dieser Erde, und Gott zeigt auf dich, dass du mit ihm wandelst und auch andere Leute auf seinen Weg bringst. Also das Thema heute war, wie kann ich mit Jesus leben? Gott soll uns leben. Donc vous priez pour la parole. Je vais vous apporter. Donc c'est dans la salle que après sa vie sur ma case, quand ce nous sera bien, il y a un prochain nouveau en pratique. Il se voit tout de suite. Nazo s'est rappelé quand on passait à Zoté, elle s'est pas soulevée les chats. Elle s'est rappelé avec la phrase beaucoup maman grâce à l'ouvrage une fois. Habe ich dich an der Zeit erinnert, was unsere Mama Graf mir gesagt hat? Elle avait dit que sans besoin à Jésus, sie sagte, wenn du Jesus hast,
So die Bolimo Santa Vasikatinayo, wenn der Heilige Geist in dir lebt, Transformation total. Dann gibt es eine komplette Änderung. Amen. Alors, also wir beten für dieses Wort. Prier pour la vie, bete für dein eigenes Leben. Osa la modèle, dass du ein Vorbild bist. Ona bamisusu ona no baye bazala na nakati ya Jésus-Christ. Für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Amen. Amen. Prier. Bete. Thank you.
Lobbing am auch mal. Weil der Tag danach, also dieser Freitag, ist ein Feiertag. Also in Deutschland ist es auf jeden Fall der Freitag, es kommt ein Feiertag. Wir sollen auch nicht vergessen, nächsten Sonntag haben wir einen spezielles Gottesdienst nur auf Deutsch. Papa, Frère Tati, pour expliquer les choses. Der Bruder Tati wird gleich noch mal etwas dazu sagen. Alors, nous avons un flyer, c'est-à-dire Togo Sanaté pour la journée dimanche le 24 et vous allez culte uniquement en allemand. Also, wir haben vergessen, am 21. das ist unser Gottesdienst nur auf Deutsch. Si comme pour la batte, il y a pour retenir. Und jetzt haben wir noch einige Termine, die wir behalten sollten. Le mois prochain, le 1er mai, am 1. Mai, l'église Nyon sur Aachen, werden sich alle Gemeinden aus Aachen pour un culte spécial. Hier in der Gemeinde treffen und einen Gottesdienst feiern. Und auch unsere Geschwister von Heinsberg, die das letzte Mal hier waren. Donc, Sœur Ladina, Frère Calvin. Also Schwester Ladi und Bruder Calvin. On va vous parler le 11 mai. Am 11. Mai wird ihre christliche Trauung stattfinden. Alors, Vatican Mission Invitation, lire tout au cours de la mois de mai, tout au cours comment est-ce qu'on va s'organiser pour représenter, pour assister à un mariage. Und die ganze Gemeinde ist eingeladen. Deuxième date, le mois de mai, et vous allez. Concernant Bissomongo. Und wir haben noch ein zweites Datum im Mai, das betrifft uns. Donc, le 25 mai. Also am 25. Mai. Frère Monsieur Julien. Wenn unser Bruder Julien. Robert Anna Katja Glis. Und seine Frau sich hier auch trauen lassen. Voilà. Donc, Togo Sanaté. Wir sollen das nicht vergessen. Et puis, comme d'habitude, donc on les a liés, journée à réjouissance. Togo Sanaté, cotisation couple 20 euros, single 10 euros. Und wir sollen nicht vergessen, dass wir ja immer eine kleine Spende machen für diejenigen, die heiraten werden und die finanziell zu unterstützen.
Also diejenigen, die ihren Beitrag schon dabei haben, können diesen Beitrag an Papa Sibyl abgeben. Voilà. Il y a quand même une triste nouvelle. Es gibt noch eine traurige Nachricht. Pour l'Ambourg, la mission à Aachen. Für unsere Stadt Aachen. Les uns en deux. Also, die Stadt Aachen ist in Trauer. Ton père et moi, la mission mon cou Fabrice. Wir haben einen jugendlichen Bruder verloren, Fabrice. Alors, ma tante est en Balabala, comme on a mon cœur Kleinstraße. Und es gibt eine Trauerfeier, die von der Familie organisiert ist, in der Kleinkölnstraße. Nummer 18. Nummer 18. Donc, na Bushof. Das ist am Bushof. Also da. Genau, in der Kleinkölnstraße, Nähe Bushof. Nummer 18. Nummer 18. Ou bien au Tumi Église, c'est le pasteur Mick et Zawa. Du kannst auch fragen, das ist die Gemeinde, wo der Pastor Mick. Das ist, wo der Pastor Mick der Gemeindeleiter ist. Voilà, on est ici en général, tous les baquets, quand même, à 20 ans, deux, il va perdre le garçon nouveau, très jeune. Ja, also wir sollten einfach wissen, dass die Stadt in Trauer ist, dass ein Jugendlicher verstorben ist und wir können die Familie auch unterstützen. Bon, quand l'Église, le samedi, il fallait normalement tout coûter la météo, ils ont fait ça bien. Normalerweise sollten wir uns Samstag treffen, aber das Wetter war nicht so gut. Samedi au Pélo, voilà, tout ça, on a veillé déjà jeudi, vendredi. Donc, c'est maintenant que vous avez exclu. Pour vous faire ça communiquer, disons qu'on a le samedi en 8, mais je crois que le 24. Il y a trop de programmes maintenant là-dedans. Bon, on va s'arranger pour avoir sa propriété église. Pour ta colonie, il y a des groupes à venir. Also, wir werden einen Termin suchen, damit wir uns alle treffen, um nochmal ein bisschen Gartenarbeit hier zu machen. Voilà, Programm de l'église. Programm der Gemeinde. Ils sont nous soutenus chaque mardi et pas à pasteur pour la montoise en attend. Wir wissen alle, dass wir jeden Dienstag bei dem Pastor. Ils ont une intercession, un partage public. Bibelstunde und Gebetsstunde haben. Jeudi, à la catéchèse, de 18h à 20h, intercession à partage public. Donnerstags haben wir hier in der Gemeinde Gebet und Liebestunde von 18 bis 20 Uhr. Samedi, répétition. Samstags haben wir die Chorproben. Et dimanche, à partir de 12h. Und Sonntags ab 12 Uhr. Donc, vous allez spécialement dimanche, au point d'un culte en allemand. Treffen wir uns alle hier, um Gottesdienst zu feiern. Und nächsten Sonntag speziell unser Gottesdienst auf Deutsch. Que Dieu nous bénisse tous. Gott segne uns. Un petit parole à Frère Tati. Ich gebe Frère Tati das Wort. Ganz schnell, schon mal weiter auf Deutsch. Wir continuen allemand. Damit wir uns schon mal vorbereiten. Pour qu'on se prépare déjà. Weil nächsten Sonntag. Parce que dimanche prochain. Ist ein Gottesdienst, wo wir alles auf Deutsch machen. Nous allons faire notre culte en allemand. Ja, nur die Predigt wird übersetzt auf Französisch. Wenn nun la prédication va être traduit en français, alles, was wir singen werden, wird es uns allons chanter. Wird entweder auf Französisch sein oder auf Deutsch sein. Wird en allemand ou et en français. Und wir werden ein Beamer hier haben, damit alle Texte hier vorne sind können, damit alle sehen, was wir singen und zusammen singen können. Et nous allons projeter toutes nos chansons ici. Also, dieser Gottesdienst wird von 12 Uhr bis 13.30 Uhr sein. Notre but sera de 12 à 13h30. Das heißt, wir müssen wirklich hier sein. Ça veut dire que nous devons être à l'heure. Wer hier um 13 Uhr kommt, la personne qui est venue à 13 heures wird nur noch 30 Minuten hier leben. Va juste participer pour 30 minutes. Also, wir müssen uns Mut machen, damit wir pünktlich kommen. Faisons l'effort d'arriver à l'heure. Wir haben viele Leute eingeladen. Nous avons invité des gens. Viele deutschsprachige Leute. Nous avons invité beaucoup de gens des Allemands. Ich habe zum Beispiel ein paar Freunde von mir eingeladen. J'ai invité quelques amis. Ich weiß, dass einige von uns noch diese Flyer schon an ihre Freunde, Kollegen gegeben haben. Et je sais aussi que nous avons déjà distribué quelques tracts. Wir haben auch hier auf der Straße ein paar Nachbarn auch schon mal diese Flyer vorbereitet. Nous avons invité des voisins. Also wenn Gott uns die Gnade macht, werden wir auch viele deutschsprachige Leute unter uns nächsten Sonntag hier haben. Et le dimanche prochain, nous allons avoir beaucoup d'Allemands entre nous. Wo der Matthias an der Dame, ne? Matthias an der Dame. Matthias. Patrick. 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 Patrick, du bist natürlich eingeladen, ne? Ja, ich bin auch du kommst gern. Gut, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Und ich möchte aber sagen, ich habe noch ein paar Flyers hier. J'ai encore quelques tracts. Dass, wenn jemand noch Freunde hat, noch sprechende Freunde, bitte weitergeben. Et s'il y a quelqu'un qui veut le distribuer, peut-être qu'il peut le prendre. Manche Schüsse können das nur vielleicht bei anderen Richtungen von anderen Nachbarn hier verteilen gleich draußen. Peut-être que nous allons aussi distribuer quelques tracts chez nos voisins. Wir haben hier geschrieben, wir machen Gospelmusik, wir machen noch Kuchen und Kaffee. Nous allons chanter, il y aura des gâteaux. Wenn es in der Gemeinde jemand gibt, junge Frau oder junger Mann, der auch sich beteiligen möchte, vielleicht was Kuchen angeht oder Kaffee macht, wird bei mir Bescheid sagen. Si quelqu'un veut participer à l'organisation, préparer quelque chose, il peut me contacter. Ansonsten treffen wir uns alle hier 12 Uhr. Sinon, nous allons se rencontrer ici à 12 Uhr. Und wir haben einen Pastor, einen deutschen Pastor, der kommen wird, ist der Pastor Roland Böhme aus Alsdorf. Er wird nächsten Sonntag predigen. Et nous avons un pasteur allemand de Alsdorf qui va venir nous prêcher. Er wird bei uns 10 Uhr Gottesdienst haben, das heißt, er kann eventuell etwas später hier ankommen, aber er wird dann ab halb ungefähr sein, zu predigen. Peut-être qu'il va arriver un peu en retard, mais il va être là pour nous prêcher. Dass Gott uns segnet. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, saint Jésus, saint Jésus, saint Jésus, saint Jésus, saint Jésus, saint Jésus, alléluia, alléluia. Jésus, je danke dir. Jésus, de non, merci. Weil du mit uns angefangen hast. Danke für deine Freude. Merci pour ta joie. Danke für deine Frieden. Merci pour ta paix. Danke für dein Wort. Merci pour la parole. Bitte hilf du uns. Aide-nous. Damit wir so leben, wie du Christus gelebt hast. Pour que nous vivions comme toi t'as vécu. Wir danken dir auch für die Opfergabe. Nous demandons merci aussi pour la collecte. Beschenke du uns, damit uns nichts fehlt, damit wir nie immer schenken können. Bénis-nous encore afin que nous puissions contribuer. Und gebe uns Weisheit, damit wir wissen, was wir mit diesem Geld machen können. La sagesse afin que nous puissions bien gérer cet argent. Wir sind in Frieden angekommen. Nous sommes arrivés en paix. Wir bitten dich, bitte führe uns zurück in Frieden. Protège-nous quand on peut aussi rentrer en paix. Segne unser Wort. Bénis notre semaine. Egal was wir machen werden. Tout ce que nous allons faire. Du Herr, sei mit uns. Seigneur, sois avec nous. So haben wir gebetet. Nous avons ainsi prié. In name Jesus Christus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.